Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Crusader Kings 3. Unsere Frau ist schon wieder schwanger. Oh Gott, es wird bestimmt wieder ein Sohn. Ich weiß gerade eben nicht, was ich mit den Kindern machen soll. Ich kann sie ja leider noch zu keinem Gelübde auffordern. Dafür müssen sie 10 Jahre alt sein. Ich muss mega krass aufpassen, ne? Dass die Kinder am Ende die richtigen Eigenschaften haben, weil ansonsten ist das problematisch auf lange Sicht. Ich glaube, dass ich auch ihn schon unterrichten werde. Vorschlag abschicken. Denn ich muss gucken, dass sie auf gar keinen Fall ambitioniert werden. Das ist der springende Punkt. Sie dürfen alles werden. Nur nicht ambitioniert. Das ist das Schlimmste. So, was kann ich eigentlich hier noch machen? Er hier. Oh, das wäre super. Mitfühlend, großzügig. Ihm so ein... Ja, komm, ich mach das mal. Er soll erstmal beim Priester singen. Vielleicht ist das die beste Chance, um ihn für eine priesterliche Sache zu begeistern. Wir werden sehen. Wäre auf jeden Fall das Beste, was uns in diesem Zusammenhang hier passieren kann. Oh, ich habe nochmal 75 Prestige erhalten. Gemahlin fördert irgendwas. Ritterlichkeit. Sehr, sehr schön. Apropos Ritter. Guck gerade eben mal. Oh, wir haben echt... Wow. Den hier kann ich noch in den Hof rekrutieren. Für 95, der ist es wert. Und jetzt haben wir, ja, also wir haben wirklich eine unglaubliche Auswahl an Rittern hier. Ey, ohne Witz. Die entkommen halt einfach gerade eben alle. Aber ich müsste ihn eigentlich gleich wieder einknasten können. Ach, jetzt wäre es wieder ein Akt der Tyrannei. Aber ich habe doch, weil er als Verbrecher bekannt ist... Okay, keine Ahnung. Wissensaustausch. Graf Nuri, der alte miese Peter, der aus dem Knast entkommen ist, was ich nicht vergessen habe, kam zu mir mit der Behauptung, er habe herausgefunden, dass die Legitimität meines Stammbaums in Gefahr ist, wenn ich nicht handle. Er bot mir an, mir alles zu erzählen, was er weiß, einschließlich aller Namen. Einige Steine sollte man besser nicht umdrehen, ganz im Ernst. Das ist doch garantiert wieder so ein fingierter Quatsch. Ich meine, ganz im Ernst, warum sollte mein Stammbaum in Gefahr sein? Es ergibt keinen Sinn in meiner Welt. Absolut nicht. Oh, hören wir mal die Geschwindigkeit, dass wir jetzt hier mal ein bisschen vorankommen. So. Wie lange braucht das noch? Das braucht leider noch eine Weile. 11 Monate. Und das hier sowieso. Kriegswitwen. Königin Geberge ist schwanger und zu mir gekommen, um über andere Mütter in unseren Landen zu sprechen. Jene, die sich angesichts von Kriegen und Unglücken alleine um ihre Kinder kümmern müssen. Wir könnten eine Art Stiftung schaffen, Herr, um stillende Mütter zu bezahlen, die keinen anderen Lebensunterhalt haben. Schließlich ist das Aufziehen von Kindern eine ebenso harte und lobenswerte Arbeit wie jede andere. Oh, das ist interessant, das hatte ich noch nie. 20 Jahre lang könnte ich hier den Stillsalär bekommen. Volksmeinung und Entwicklungszuwachs. Die Meinung von unserer Frau geht hoch, oder? Ich unterstütze das Witwen, aber keine Huren. Könnte ich eine Waisenstiftung machen? Sicher werden meine wohlmeinenden Vasallen helfen, das zu finanzieren. Ganz im Ernst, ich werde die Vasallen jetzt dazu bringen, ne? Ganz im Ernst, das machen wir. Also. Vasallen, die gerne zahlen, erhalten 10 Meinungen von euch, die nicht gerne zahlen, verlieren 10 Meinungen. So, wir haben das gemacht. Wir haben die Witwenstiftung. Ich meine, das war ja auch schließlich nicht meine Schuld. Das war ja auch die Schuld der Vasallen. Das haben die anzuerkennen und zu bezahlen. Punkt. So, wir werden mal wieder einen Bildungsvorzug uns... Oh, und der Papst schenkt uns auch gleich wieder Geld. Wir werden jetzt wissenschaftlich. Und danach machen wir noch die geplante Kultivierung. Genau, Papst, wie gesagt, schenkt uns 618 Gold. Und dann können wir nochmal Hof halten, Freunde. Bei der Gelegenheit. So, dann mögen sie hereinkommen. Herzogin Fulcrade, meine Vasallin schreitet vorwärts, offensichtlich begierig darauf, meine Antwort auf ihre Bitte zu hören. Wer ist das? Ach, das ist meine Lieblingsherzogin aus Landock. Mein Lehnsherr Haus Gelones. Oder, wie spricht man das aus? Egal, Gelones.
gehört zu den größten Häusern von Aragorn und der okzitanischen Ratschlägen sollten stets Gehör geschenkt werden. Eure qualifiziertesten Anhänger auszuschließen, dient nur dazu, Spaltung und Misstrauen zu säen. Ja, aber wohin will sie damit jetzt? Lorne Doc wird immer ein offenes Ohr bei mir haben. Ein schwaches Druckmittel gegen sie bekomme ich. Vasallenbände erreichen Ratsrechte garantiert. Nein, bestimmt nicht. Solche Ansprüche verlangen Opfer. Ich will ihr die Ratsrechte nicht garantieren. Nur wenn Lorne Doc niemals seine Grenzen vergrößern wird. Oh. Vasallenbande erreicht Zwangsteilung. Oder im Tausch für größere Verpflichtungen. Reicht es nicht aus, Herzogin zu sein? Also echt. Garantiert, weißt du, sie ist halt auch einfach nicht gut. Es gibt einen Neuankömmling an meinem Hof. Eine gewisse Habiba. Eine Gesandte, die meinen Bekanntschaftsscheich Tifwit von Al-Maria geschickt hat. König Remon. Mein Lehnsherr kam zu Ohren, dass ihr eine Person von besonderem Interesse beherbergt. Garcia, ach der. Ja, so schließt sich der Kreis hier. Garcia hat einen legitimen Anspruch auf das Scheichtum von Al-Maria. Scheich Tilwit verlangt öffentlich die Rückgabe von diesem abtrünnigen Untertanen. Ich schicke Habiba aus dem Saal, während mein Rat sich mit dieser Forderung auseinandersetzt, was wir tun sollen. Ich könnte ihn einfach aushändigen, dann... bekommt der Herrscher da auf jeden Fall eine höhere... Sie bekommt eine höhere Meinung. Das will ich aber definitiv. Lasst nicht zu, dass man ihn nimmt oder verkleidet Almaric als Garcia und schickt ihn stattdessen dorthin. Ganz im Ernst, ist es mir so egal. Es hat halt auch... Also ich bin einfach viel mächtiger. Punkt. Bürgermeister Abdul Hamid ist sichtlich über etwas verärgert. Er grüßt mich. Mein König, die dreckigen Hunde von Talvera denken, sie wären besser als wir, bricht es aus ihm hervor. Sie machen jeden Tag auf dem Markt hochmütige Witze und spötteln über uns. Bürgermeister Uttmann muss gezeigt werden, wo sein Platz ist. Und diese verdammten Narren muss klar gemacht werden, dass sie Egea Respekt schulden, seiner reinen Überlegenheit wegen. Aha. Nationalismus ist aber early. Aber Talvera ist eine schöne Stadt, könnte ich sagen. Okay, das würde, glaube ich, der Abdul nicht so toll finden, wenn ich das sagen würde. Außerdem bekomme ich Anspannung, weil ich gerecht bin. Elea ist zweifelsohne vorzuziehen. Vorzugt Stadt. Ich muss mal gerade mal gucken, welche Stadt das ist. Also, das ist der da. Stadt Elea. Aha. Und über welche Stadt schimpft er da? Tafalla? Nicht? Nee. Also ich sag's mal so, sie ist jetzt auch eher so ein bisschen schmucklos. Wenn ich das mal so sagen darf. Gewagte Worte. Ihr allerdings werdet Taten sprechen lassen. Volksjustiz. Ganz im Ernst, dann mag der... Ja, genau, also er muss es mir jetzt beweisen. Komm, ich glaube, das nehme ich. Das nehme ich. Das erhöht die Volksmeinung und sorgt dafür, dass sie das beweisen müssen. Alle beide. Aha. So, als der letzte Bildsteller vergeht, habe ich endlich Urlaub. Ausgezeichnet. Raus mit euch. Der König will seine Ruhe haben. So, wir bekommen hier gerade eben die Kohle vom Papst. Oh, und... Ach, das ist der Tifelit, dem ich gesagt habe, du bekommst deinen Vasallen nicht. Ich bin tief erschüttert, König Remon. Gesandte Habiba vorgetragen wurde. Garcia zu mir zurückzuschicken war keine dreiste Forderung. Und doch habt ihr euch eher als unbesonnen und gehässig, denn als weise erwiesen. Das Königreich von Aragorn wird mit derartig unwürdigen Narren wie euch auf dem Thron gewiss ein unrühmliches Ende nehmen. Und man kann nur hoffen, dass euer Nachfolger nicht... nach euch, was? Dass euer Nachfolger nicht nach euch kommt? Das, endlich mal eine Tochter. Halleluja. Okay, wo wir gerade eben dabei sind, dass unbesonnene Worte gesprochen worden sind. Gut, ich kann ihm leider keinen Krieg erklären, aber
gucken wird man ja wohl dürfen. Nach solch interessanten Wortgefechten. So, hier ist alles quasi geldtechnisch gemacht. Ah, der baskische Trupp, der ist immer noch bei mir jetzt hier angestellt. Aber die Frage ist, wie lange noch? So, wir haben eine Tochter. Wollen wir die schon direkt verscherbeln an irgendjemanden, der viel Macht hat? Königreich Leon eher nicht. Irgend so ein Taifa wäre auf jeden Fall interessant. Also am liebsten würde ich das machen mit irgendjemandem, der schon alt ist. So 61 oder sowas in der Art. Um einfach noch mehr Verbündete zusammen zu klabastern, ne? Der ist nämlich schon 61, bis die erwachsen ist. Das wird definitiv hier nichts passieren. So, Hauptsache wir haben ein Bündnis. Echt immer noch der Gag, dass das geht, ne? Ich finde das bis heute lachhaft. Die Hingabe des Troubadours. Der des Troubadours. Bei Hofe treten häufig Künstler auf. Doch dieses Mal wurde uns etwas Besonderes versprochen und das bekam ich auch. Als ich die Troubadour seinen nächsten Vers beginnt, muss ich mich anstrengen, um mir nicht anmerken zu lassen, wie geschmeichelt ich von dieser Widmung vor dem versammelten Hofstaat bin. Oh, ich bekomme Prestige. Sie hat auf jeden Fall ordentlich troubadourisiert. Das ist auf jeden Fall der Fall. What? Gott hinaus mit euch! Es ist spät und ich widme mich gerade einer packenden Abhandlung über antike Grammatik. Gerade als ich anfange, über die herrlichen schnippischen Randbemerkungen eines vorherigen Lesers zu kichern, tritt meine Gemahlin ins Zimmer. Rückgratloses Ding, ihr vernachlässigt alles über euren Studien. Von morgens bis abends lest ihr allein im Haus. Nehmt die Nase aus diesen staubigen Schriftrollen, sonst braucht ihr heute Nacht nicht zu mir ins Bett zu kommen. Deal? Wie ihr wünscht. Verführerisches Selbstbewusstsein. Ach Gott, das erhöht sogar noch die Fruchtbarkeit. Oder vielleicht könnt ihr mir ein paar Auszüge gemeinsam lesen. Dann wird sie schlauer, aber sie findet es doof. Oder ich brauche dir nicht beizuwohnen, ich habe die warme Umarmung des Wissens. Tja, ich nehme das. Die mag mich trotzdem noch. So, jetzt machen wir noch beim Ball hier eine Anfreundung mit ihr. Nähere mich immer noch einer Freundschaft mit ihr an. Gut, sie ist noch kein Freund von mir, aber es wird hoffentlich noch. Sag mal, wie lange ist diese Frau eigentlich verletzt? Ich habe Fragen. Ja, das ist in Ordnung. Die dürfen jetzt hier demnächst gehen. Das hier ist jetzt bald fertig gebaut. Und in Cagliari geht es auch voran. Oh. Der möchte sich jetzt auslösen. Wisst ihr, ums Geld geht es mir hier ja tatsächlich nicht. Aber ich lasse ihn. Ich lasse ihn raus. Dann kann er auch wieder am normalen Leben teilnehmen. Oh nein, mein verwundeter Vasall. Warum ist er so verwundet und warum können wir nichts tun? Habe ich keinen Arzt mehr? Ich habe einen, aber er nicht. Mein Vasall Graf Lupp wurde verwundet und die Wunde scheint tief zu sein. Ich fürchte, dass sein Körper nicht stark genug sein könnte, um dagegen anzukämpfen. Mir ist, als ob der Tod bereits an seiner Bettstatt sitzt. Bei was wurde der so verletzt? Das ist nicht gut für ihn. Schwer verletzt ist wirklich nicht gut für ihn. Naja, können wir nur abwarten. Oh, mein Gemahl König Ramon ist in Anbruch der Nacht einmal mehr in unseren Gemächern. Das ist immer noch verbuggt. Die war in letzter Zeit so distanziert, so Gedanken verloren und auch kaum mehr bei Hofe. Missfalle ich ihr etwa? Hat sie einfach nur viel zu tun? Oder könnte sie vielleicht sogar in fremde Betten sich wärmen? Ich werde ihre Schritte überwachen. Wir werden der Sache auf den Grund gehen, auf die eine oder andere Art. So, das hier ist jetzt wieder fertig. Dann verbessern wir jetzt hier noch das da. Mein Hofbaumeisteramt ist frei geworden. Ach, der Typ war so richtig gut. Sie ist es leider nicht.
Ich nehme stattdessen jetzt ihn. Und jetzt ist die Kulturkonvertierung hier gleich durch. Das wird wohl mehr als gedacht. Alles deutet auf einen langweiligen Abend hin, nachdem die vorgesehene Unterhaltung beendet war. Doch Subia verhindert dies, indem er eine Lesung vorschlägt. Ist es vielleicht so ein Surprise, den ich dann quasi im Bett noch bekomme oder so? Keine Ahnung. So, hier müssen wir noch mehr Kultur ändern. Berga ist nun auch fertig. Hügelfestungen, grünendes Land. Ja, ich nehme hier auf jeden Fall grünendes Land. Macht das Ding auch mehr Kohle hier endlich. Ein Ringenauslöser wurde von König Xerardu aktiviert. Ein Gebäude in einem Burgbesitz zum Errichten. Phase 3 Gelegenheit. Okay. Ja, ich mache da ja aber auch gerade eben sehr wenig. Ne? Gibt ja auch wenig Kriege inzwischen. Gut, hier läuft gerade einer. Ja, aber gibt da für mich gerade eben keinen großen Grund. Ich könnte jetzt endgültig dem jetzt hier mal wegnehmen, was meiner Meinung nach mir gehört. Hat der immer noch so viele Truppen? Aber ich habe mehr. Ah, ich muss aber nicht, ne? Wir könnten ein paar Jahre Frieden durchaus gebrauchen. Einfach, um mal wieder unser Reich so ein bisschen aufzubauen. Oh. Bei der Erfüllung seiner Pflichten ist Ratsspitzel Graf Pere auf ein Geheimnis gestoßen, das seine Herzogin Vulkrade hat. Jusiana ist in Wahrheit der Bastard von Herzogin Vulkrade und Bernard. Oh, unglaublich. Meine Liebe. Das ist auf jeden Fall ein schwerer Hook. Den nehmen wir. Und da möchte hier die Gräfin Margarida. Nicht Margarita, sondern Margarida. Ihre Aufwartung machen. Hofpracht ist auf 6 hochgegangen. Das ist gut. Jetzt habe ich hier das schwere Druckmittel. Ich hätte gerne die Vasallenbande leicht erhöht, Plätzchen. So. Und sie ist schon wieder schwanger. Mhm. Es gibt wieder ein offenbartes Geheimnis. Meine Vasallin Herzogin Fulcrade hat einen unanfechtbaren Beweise vorgelegt. Was? Hat unanfechtbare Beweise vorgelegt, dass der Gausfred gezeugt wurde von Bernard Gelones, ein Adliger. Ich frage mich, kannte Gausfred seine wahre Herkunft oder kommt das für ihn so unerwartet wie für mich? War diese Offenbarung ein Segen oder ein Fluch? Der Gausfred. Sohn von Herzogin Fulcrade. Und der hier ist der Tod. Okay, jetzt wissen wir es halt. Wer hätte das gedacht? Ja, die Frau macht auf jeden Fall hier wilde Dinge. Also die ist gerade völlig am Eskalieren. Eine geheime Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Meine Vasallin Herzogin Fulcrade soll eine Affäre mit meinem Vasall, dem Sunja, auch noch. Sag mal, wie viele Leute holt die sich ins Bett? Jeder nur einmal, weißt du, so in der Art. Ich weiß nicht, was das aufheben soll. Plus ist schließlich keine widerliche Krankheit. Ja, das ist richtig, aber ganz im Ernst, gerade eben ist das, also ich finde gerade eben schon, dass das viel ist. Zumindest es kommt gerade viel ins Tageslicht. Es ist eine wilde Nummer fürs Mittelalter. Heutzutage würde ich sagen, ach ja, so what. Aber damals, ja, jetzt muss ich sie halt dann am Ende doch einkerkern. Ist halt so, wie es ist. Aber ich lasse sie auch gleich wieder raus. Lösegeld fordern 150, komm. Wir spielen. Wir alle wissen, was das für dich bedeutet. So, hier gibt es noch mehr Leute, die man rauslassen kann. Okay. Dann hole ich mir das Geld besser sofort, weil das ist ansonsten gleich weg. Und ich werde eingeladen zu einem Fest von Tariq ibn Abd al-Rahman. Die Abd al-Rahman sind es schon wieder. Ja, das wird mir ein Vergnügen sein. Auf zur Party.
Der Pfarrer ist inzwischen also auch tot. Oh, eine peinliche Ungeduld. Graf Tarek kündigt an, dass Essen leicht verspätet serviert werden würde. Und Bürgermeister Jaja sieht aus, als würde er gleich vor Verdruss platzen. Wenn nicht gerade sein Magen knurrt, hört man ihn selbst unzufrieden knurren. Ja, er macht sich zum Narren. Ja, er macht sich definitiv zum Narren. Und wir sind Gleichgesinnte. Kommen wir einer Freundschaft mit Graf Tarek näher. Damit kann ich leben und arbeiten. Zurück nach Hause. Leb wohl, mein Ratskanzler. Okay. Jetzt will ich aber gerade mal gucken, wie sieht es denn mit der Nachfolge aus? Die Jungs hier würden gerade eben das Herzogtum Aragon und das Herzogtum Sardinia bekommen, was ich halt... Oh, das fände ich nicht so geil. Warum kann ich das denn nicht selber zuweisen? Wisst ihr, das wäre so viel besser. Barcelona. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Gebieten würde der Bub behalten. Würde der Bub behalten. Der interessiert sich eher für Ränkespiel und Kriegsführung. In Kriegsführung habe ich nur bedingt Ahnung. Er ist 4. Und er hat sich noch gar nicht entschieden, für was er gehen möchte. Eine Jagd könnte veranstaltet werden, werde ich aber gerade eben nicht. So, wieder mal... Ach, jetzt kommt der sinnliche Vorschlag von der 62-Jährigen. wie süß aber. Nein. Einfach nein. Okay, ja, das ist hier aufgehört. Hab ich das aktiviert? Dann war es ein Versehen. Dann war es ein Versehen, dass ich das aktiviert hatte. Leibgarde anweisen. Komm, ich mach mal die Leibgarde. Dann werden die Ritter noch effektiver. Und sie möchte ein Brettspiel mit mir spielen. Die Gräfin Gotto Albites. Gut, wir nehmen das an. Es kann gut sein, dass wir dieses Mal ein bisschen anders spielen müssen. 10, 7, 10, 3, 11. Wobei, auf Kriegsführung brauche ich hier gar nicht gehen. Ränkespiel auch nicht. Nee, ich bleibe hier bei Bildung. Einfach durch Bildung. Die Gräfin Gotto wartet auf den Beginn unserer kleinen Schachpartie und sitzt mit einem wetteifernden Grimasse da. Wir liegen Kopf an Kopf, doch keiner von uns kommt dem Sieg näher. Wisst ihr, deshalb mag ich Schach, gibt mein Gastgeber von sich. Kein Umherschleichen, kein Lügen, nur ein Wettstreit zweier Geister. Einer, bei dem nun... ihr meint, ihr könnt mich also überlisten. Unsere Partie geht weiter. Gotho setzt auf mehr eindeutige Schachstandardzüge. Wir liegen Kopf an Kopf, doch keiner von uns kommt dem Sieg näher. Hört her, erklärt mein Gegenüber, während es mit einem Stück Papier vor es in mir herum fuchtelt. Es tut mir leid, dass ihr unerlaubte Züge macht, doch wenn ihr die Regeln gelesen hättet, würdet ihr euch besser schlagen. Das ist immer wieder so peinlich eigentlich, so diese Behauptungen, dass es ein illegaler Zug ist. Wenn ich mal ganz immer so schwer ist, Schach nicht. Unsere Partie geht weiter. Gotho setzt auf mehrere wieder eindeutige Schachzüge. Und wir liegen immer noch Kopf an Kopf. Ich husche mal eben auf stille Örtchen, während ihr euren Zug macht, sagt mein Gegenüber. Aber rührt ja nicht meine Spielfiguren an. Ja, ihr meint nach wie vor, ihr könnt mich überlisten. Das Spiel geht immer noch weiter. Wir liegen immer noch Kopf an Kopf. Und sie sagt, die meisten Menschen, doziert mein Gegenüber, wissen gar nicht wirklich zu schätzen, wie schwierig die Durchführung eines östlichen Königsfinde sein kann. Geschweige denn, wie man sie abwehrt. Ja, ich habe ganze Handbücher über Schach gelesen. Und damit war es vorbei. Mit triumphalem Gebrüll springe ich auf die Beine und verstreue überall Spielfiguren. Diese Schachpartie gehört mir. Ein weiterer Sieg über meinen umstrittenen Aufstieg zur Meisterschaft. Niedergeschlagen bleibt Gotho sitzen, die Hände in die Seiten gestützt und bemüht überhaupt zu verstehen, was sie falsch gemacht hat. Tja, ich kann sagen, gutes Spiel. Oder ich kann aber sagen, ich würde gerne einmal wieder spielen. Ja, komm, das mache ich. Da bin ich jetzt einer Freundschaft mit ihr näher gekommen. Das ist gut. Das hilft uns auf lange Sicht. Das Angeben nicht wirklich. Okay, und damit ist mein Ratsmarschall gerade eben von uns gegangen. Oh Gott, warum seid ihr alle so schlecht? Es ist einfach...
Meine normalen Vasallen sind einfach, also, man kann einfach nur sagen, sie können froh sein, dass sie in wohlmeinende und wohlbetuchte Häuser geboren worden sind. Ansonsten hätten sie ein echtes Problem. So, wir reparieren das Teil hier. Das Glücksschachbrett reparieren wir auch. Entschuldigung. Oh, und ich wollte gerade eben nochmal gucken. Ich kann ja hier noch ein paar Änderungen vornehmen, ne? Ach, ich habe schon hier dieses Diplomatie pro Hingabe. Ja, ich hätte nämlich auch hergehen können und die sind eben von Susanne. Mehr monatliche Bekanntheit, Vasallensteuer, Liebesdinge, Komplottchance. Diplomatie pro Dingenskirchens. Nachsicht, wunderschön schlau, Unterstützung von Ehepartner, aragonische Hofpolitik, westgotische Bänderkrone. Halt plus zwei. Ich brauche halt. Ja, Aufopferung so voll erhöht meine Diplomatie auch nochmal ein bisschen. Das ist eigentlich ein geiles Item. Die Frau ist schon wieder schwanger. Ich habe doch extra so viel gelesen, dass das nicht wieder passiert. Ja, gut. Das ist etwas, mit dem wir jetzt wohl leben müssen. Wie sieht es eigentlich jetzt hier aus mit der religiösen Konvertierung? Ey, die braucht echt Jahrhunderte hier. Das ist echt schlimm. Oh, Frühgeburt. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Sagen wir öffentlich. Oh. Kann meinen Käse essen. Den Käse verzehren. Nee, der muss noch reifen. Der muss noch weiter reifen. Will ich auf eine Pilgerreise gehen? Komm, wir machen das. Wir sind der Erste, der tatsächlich nach Jerusalem aufbricht. Für 500 Jahre. Aber egal, wir machen das. Okay. Als ich mich auf eine Reise vorbereite, offensichtlich mit einem goldenen Boot, weiß ich, dass ich mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Mein Ziel ist weit weg. Und daheim wird die höhere, doch wenn höhere Mächte rufen, muss selbst mein Reich warten. Oh ja. Das ist auf jeden Fall die Gelegenheit, nicht im Bett mit meiner Frau zu landen. So. Nachdenklich. Manchmal schaue ich hier draußen spät nachts in die Sterne und ich denke nach. Kann mich das himmlische Auge überhaupt sehen, so weit weg von zu Hause? Wofür tue ich das alles hier? Bin ich sehr hingebungsvoll? Mehr Frömmigkeit? Ich will einfach nur eine weltliche machen oder Scheinwahren? Ganz im Ernst, ich gehe hier wirklich auf hingehen. Denn wir sind ja schließlich maßvoll und nachsichtig und gerecht. Also, ich glaube schon, dass er gläubig ist. Und die Tränen von St. Nikolaus. Lasst sie schlabbern und krank werden. Auch während der Pilgerreise halten die Priester jeden Sonntag eine Messe. Wenn kein Gotteshaus in der Nähe ist, finden sie im Freien statt. Doch heute Morgen zog ein Sturm auf, der noch immer tobt. Unbeeindruckt davon steht ein eifriger Priester draußen im strömenden Regen und holt sich eine Lungenentzündung, wo er eine Predigt darüber hält, dass man im Angesicht der von Widrigkeiten hartnäckig bleiben muss. Dennoch wird sein Publikum schnell kleiner, als ihn mutig der Anhänger Zuflucht vor den Regenmassen suchen. Ach komm, wir bleiben hart. Wir bleiben hart, haben dadurch jetzt hier direkt schon mal hier den Tugendheld uns hier geholt. Entschuldigung, nee, wir sind hervorgetan. Und wir kommen an. 625 weitere Punkte. Wir sind nun ein Pilger und vor allem auch ein entschlossener Pilger. So. Bildungsvorzug erhalten. Dann nehmen wir die geplante Kultivierung. Wobei, jetzt wäre es eigentlich super passend, gläubig zu sein. Aber ganz im Ernst, ich gehe auf die geplanten Kultivierungen. Mehr Entwicklung in den Gemeinden spielt halt auch eine Rolle für uns. Einfach ganz klar. So, und wir kehren wieder nach Hause zurück. Okay, das war eine der smoothesten Dinge, die wir je hatten. Oh, ich kann einen Kriegerorden gründen. In Berga. Wo ist Berga? Nein, nicht in Berga. Der Stadt Olot? Hier. Ja. Zack. In Cardona habe ich das gemacht. Weil ich will ja hier Berga behalten. Ne? Also die haben jetzt hier die Stadt bekommen. Cardona. Und ich habe damit jetzt hier einen eigenen katholischen Kriegerorden. Nämlich den Johanniterorden. Und
Oh, die müssen hier einiges umbauen, wie wir sehen. Non nobis domine. Hätte ich es nicht schon. Hätte ich es jetzt. So, da ist wieder was fertig geworden hier in Cagliari. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich in den Bruder geht, habe ich von natürlich vor, das ja noch weiter auszubauen. Wobei ich immer noch versuchen werde, das Ganze zu meinen Gunsten zu drehen. Ne? Der ist 5, der Bub, der ist jetzt 6. Wir gucken halt einfach mal, dass wir die alle so gestalten, dass sie einigermaßen noch in den Orden passen. Oh oh. Ein weicher Teppich, farbenfroh und flauschig, erreicht mich als Geschenk von Graf Abd al-Wahhab. Tja, ist bestimmt gut gemeint. Ich weiß nicht, warum ihr mir derart ausgezeichnete Geschenke macht, doch ich weiß es. Doch die edle Webkunst des Teppichs ist so seidenweich wie die Haut eines Engels. Nein. Ich werde es extra wachsam. Wir verkaufen das Ding. Kann ich den hier nicht einkerkern? Das wäre wiederum Tyrannei. Ich verlange jetzt erstmal seine Bekehrung. Jetzt, wo wir gerade eben davon reden. Er hat Nein gesagt. Oh, und wir haben die Überfalltaktiken durch. Ausgezeichnet. So, Leute. Wir sind am Ende der Folge. Eigentlich sind wir schon drüber. Was wir jetzt hier brauchen, ist auf jeden Fall nochmal ein weiterer Vorkoster. Schade, der ist schlecht. Habe ich irgendwie noch die Möglichkeit, mir Leibwächter zu holen? Jawohl, ein hervorragender Leibwächter. Und dann hätte ich gerne noch einen zweiten Leibwächter. Jetzt, wo wir gerade eben festgestellt haben, dass hier uns ein oder zwei Leute wohl an den Kragen wollen. Okay, leider kann ich keinen besseren Leibwächter mehr holen. Aber ich habe schon mal zwei Stück. Einer ist gut, einer ist hervorragend. Dann dürfte es wahrscheinlich schwieriger fallen, uns um die Ecke zu bringen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.